Ja, hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge von Dawn of War 3 mit der zweiten Kampagnenmission. So wie es aussieht, werde ich gleich mal mit den Orks spielen. Ja, hier Space Marines, Orks. Ah ja, ist schön aufgeteilt hier alles. Ja, dann sag ich mal, wir starten die Mission auch sofort. In der letzten Mission war der Inquisitor übrigens nicht so glücklich, dass wir da auf den Planeten gekommen sind, um unseren Leuten zu helfen. So. Warlock Cyprus Ultima Außenbereich. Mission 02, zu großen Daten bestimmt. Die plötzliche Niederlage der Orks bei der Warlock-Feste spaltet die Ränge der Grünhäute. Der brutale Warg-Boss Gitstomper lässt seine Frustration raus und führt den Warg der Orks gegen die Außenposten von Haus Warlock. Was Gitstomper nicht ahnt, ist, dass Gorkutz-Kopfjäger seinen Untergang plant. Gorkutz-Kopfjäger, ich glaube, den hatten wir auch in Dawn of War 2 schon öfter gesehen. So, beliebige Taste drücken, habe ich gemacht. Weiter geht's hier mit einem schönen Video. Planet Cyprus was littered with the wreckage of the armies and war machines that had contended there. To most, it was a scarred wasteland. But for the Orks, it was a rich bounty of valuable scrap. The Ork Gorguts came to Cyprus to avail himself of these riches and pledged his allegiance to one of the local war bosses. But few believed that he would be satisfied being a servant for very long. Stop dying, you cowards! Take the Umi fort! Boss Gitstomper is making another mess! I'll have to show him how it's done! Jetzt spielen wir mit den Orks. Ist das hier? Greifkeller und Wirbel. Links. Kann ich hier gerade. Achso, Gorkutz kann mit seinem Greifkeller zu einer Position springen. Achso. Okay. Ein schlauer Ort. Und weiter geht's. Ah. Okay, das ist cool. Oh, ich habe mich so bewegen damit. Wie geil. Er hat immer einen Plan. Ina. Und weiter geht's. Oh, geil. Wäre das Schild jetzt nicht mal gewesen, wären sie alle tot gewesen. So. Hier müssen wir gar nicht halt machen, wir gehen weiter. Oh, ein Turm. Nicht cool. Ja. Bushes. Durch die Bushes. Okay, ab durch die Busches. Mal hier Heal holen und dann gehen wir getarnt vor. Hoffentlich. Und unser Walk hier zieht auch nach. Auf jeden Fall. Schön. Das lernt ihr auch im Tutorial, dass ihr hier mit den... Sneaky. See? Sneaky. Finde ich cool. Greif, Kalas! Bam! Ja, sehr geil. Ah, bam! Läuft. Gut, die bleiben unten. Achso, ihr öffnet das Tor wahrscheinlich. Das hier? Schrei. Aktiviert und kanalisiert. Boys bringen sich in Stimmung und sammeln lang Ladungen durch Kanalisieren. Und geht eigentlich die Treppe runter? Ist doof. Bam. Das sind aber viele.
schreit. Und weiter geht's. Okay, meine Boys gehen down. Achso, da kommt der Rest. Oh, da kommt der Rest des Walk. Läuft. Was haben wir denn hier alles an eigentlich? Was ist denn Y? Plündern. Mhm. Achso, kein Schrott hier. Läuft! Wir haben den Walk reingelassen. And you deserve to work. We wouldn't be in this mess if it weren't for your plan failing at the keep. But I'm a forgiving boss. You build me a big gun here. One that can blow over Varlock Keep, and I'll call it even. For your forgiveness? Anything for you, boss. Das hört sich so überzeugend an. Oh, I'll build you a gun, all right? But we're gonna need a proper camp to get that started. What's that? Air boys will take it. First, capture that resource point. Ja, bitte macht endlich, ich habe eine Basis. Wow. Now, Gretchen, here's where I need you. Build me a boys' hut. Right out, boss. Okay, also brauche ich da. Die habe ich. Reparieren. Clevere Grotz aktiviert. Achso. Gegendranung, Gebiet entdecken. Da. Gebäude. So. Boys-Baracken. Läuft. So. Und so auch gleich. Alles beides hier. Boom. Läuft. Haben wir hier noch Boys, die wir machen können? Ja, ich will. Ja, komm, machen wir ein paar Boys. So. Was ist das hier? Die aktuelle Workshop für Ramir bestimmt Wandstrukturen, Einheitenverbesserungen und Brocken freigeschaltet werden. Für jeden abgeschlossenen Walkturm steigt der Zähler darauf. Achso, das ist wie, war es in Dawn of War 1 auch so? Ich glaube, ne? Du musstest doch auch Walk sammeln, bevor du irgendwie großartig was machen konntest. Baller Boys. Läuft. Hey Boys, your kit is weak. See that war tower? Ja. It's pulled down some fine scrap. Loot that scrap and upgrade yourself. Squad wählen, Schrott plündern. Achso. Okay. Wir brauchen die 350. Das Wachturm. Horchposten nochmal draufsetzen. Den gehen wir vor. Erstmal und nehmen mal hier das nächste Teil ein. Achso. Ach so. Volk. Woll. Und dahin. So, die Türme sind ausgeschaltet. Ah, das ist natürlich cool mit seinen Dings. Das verbessert hier Feuerwerk. Feuer? Feuer. Gorkus verschießt feierliche Raketen. Wenn Wirbelkeller die volle Dauer anhält. Steigert Geschwindigkeit, Schaden und halt in einem Umkreis, okay? Wirbelkeller ist das hier, ne? Jo. Und weiter geht's. Macht sie fertig! Jawoll. Da noch mehr! Attacke! Lass mal einnehmen. Oh, mal schützen hier. Dann passiert ja nichts. Oh, das funktioniert wirklich. Wie geil sind das, ey? So, einer und eingenommen. Gleich was draufbauen hier. So.
Beziehungsweise da. Nee, nee. Wo muss da hin? Walk! Achso, das war dieses Firewall. Nein, du sollst da hoch, Mann, Alter. Oh, ist Attacke! Oh, es läuft! Das sind echt viele. So, ihr kommt mal hier hin. Und fertig. Läuft. Weil die Fernkämpfer können ja nicht viel machen. Das ist voll kacke. Dann. Und bam, jawoll. Oh, erstmal dahin. Wo bist du? Sollst du einen Horchposten bauen? Da drauf. Ja, cool. Läuft doch. So muss das. Ein paar Verbesserungen geschickt. Lol. Kriegen die was ab? Nee. Was macht ihr da? Wir brauchen noch ein paar Boys. Ein paar Boys. Oh, direkt an die Front schicken. Oh, von denen auch noch mal welche. Boys und Baller Boys. Hier mal ganz kurz noch mal Heilung holen. Sehr gut. Sehr schön. Kann ich jetzt hier aufbauen? Wagturm. Der Wagturm steigert die Techniken der Orks dauerhaft. Und ist was? Und du wirst ein defensives Geschütz. Oh, was war? Erobern Sie die Festung! Um an die wichtigen Teile zu kommen. Das Schrott! Hier, warte mal. Holt euch mal den Schrott, verbessert euch mal. Lustige Mechanik, ne? An den Orks. Ah, hier, guck mal, verbessert. Automatisch speichern, bitte warten. Halbe Stunde. Bitte warten, halbe Stunde. Ich wollte es ausmachen. Doch nicht. Ja, guck, voll cool mit dem Schrott. Finde ich geil. Lustig. Ich weiß nicht, wie. Inwiefern das dann. Sich hier vielleicht. Das? Bossbarocker? Achso, hier kann ich hier. Kriegslager und Bossbarocker. Sehr cool. Schön. Und hier nochmal welche hin. Oh, ihr bewegt euch mal zum Anführer. Schön, dass die halt auch nichts machen müssen, ne? Hier ist ein bisschen Walk. Also so ein Turm. Da möchte ich ehrlich gesagt gleich nochmal ein bisschen verbessern. Ach, die sind schon verbessert hier. Die sind verbessert. Von denen möchte ich mal verbessern. Liegt hier jetzt Schrott? Ja. Blum. Achso, Stickbomb. Okay, sehr cool. Weiter geht's. Oh, noch mehr Schrott. Na gut. Alles geplust hier. Und den nächsten Punkt. Widerstand ist zwecklos. Lol, wie schnell die einfach mal weg. Rotz. Die kümmern sich mal um den Turm hier. Die können sich mal um den Turm kümmern. So. Boah, meine Fresse. So. Nee, ich muss den Turm hier. Ich laufe hier voll in die Falle. Fast alle tot. Los, schnell, schnell, schnell. Wo haben die. Na ja, klar. Da! Muss besser bewegen und Dings in hier. Komm, 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 schnell. So. Na gut. Und weiter geht's. Und danke. Ich kann das voll nicht einschätzen hier mit den Lindspalken. Ich glaube, ich bin voll am Arsch.
Ja gut. Ja, ich bin wirklich voll am Arsch. Ich hab halt einfach zu wenig Leute hier. So. Nehmen wir den Punkt ein und bauen uns hier eine Baracke. Damit. Ja, nochmal ein bisschen. Verbessern. So. Hier baue ich mir eine Baracke hin, damit ich neue Truppen anfordern kann. Schnell, euch brauche ich doch nicht da hinten. Ihr bleibt schön hier. Obwohl, nee, ihr könnt hier herkommen und mal einen Wachturm bauen. Und hier nochmal Verbesserung. Mit dem Schrott. Läuft. Schon eingenommen? Ja. Scheiße! Ich weiß, ich habe meine Goblins mit ausgewählt, aber es geht jetzt nicht anders. Ich kann ja auch ein bisschen hier rumballern. So, einmal reparieren. Ist auch gleich fertig. Schön. Ja, jetzt kann ich erstmal wieder nachproduzieren hier. Meine Truppen doch stark dezimiert wurden im letzten Kampf. Oh, Nummer 2, ich habe nicht genug Kohle, ne? Ja. Oh, die sind gleich fertig. Oh, ist schon fertig. Dann kann er nämlich direkt keinen Horchposten bauen. Noch nicht. Ich glaube, euch möchte ich ehrlich gesagt raus haben. Aus dem Walk. Sehr schön. So. Bewegen wir uns mal weiter. Ich finde, wir sind ziemlich gut aufgestellt. Ich muss nur die Fähigkeiten meines Elite öfter nutzen hier. Uhuhu. Schön. Und weiter geht's. Ich hab keine Chance. Keine Chance haben sie. Hier oben. Attacke! Diese platzen alle. Oh, da gab's Schrott. Da gab's Schrott. Geil. Warte, irgendwer muss sich hier Schrott besorgen. Und hier ist noch mehr Schrott. Aber zum Aufrüsten. So. So. Nächsten. Sehr schön aufgerüstet. Die haben sich doppelt aufgerüstet, wa? Ah ja. Ist okay, ist okay. Oh, und den nächsten Punkt einnehmen. Okay, dann nicht. Jetzt muss ich hier einmal rum. Ach du Scheiße. Komm schnell. Komm mal. Ja, genau. Das schützt vielleicht ein bisschen. Gegen die. Oh, sind gar nicht mehr drinne. Kannst du aufhören wieder. Ach ja, gewährt ja jetzt so einen Bonus, oder? Elda! Da kriegen die Elder von uns halt auch auf den Sack. Ist mir auch Wurms. Räumen Sie die Festung. Besiegen Sie die Elder. Ah ja, hier lang jetzt. Gut, okay, das war jetzt nicht zum Einnehmen, leider. Wir heilen uns erstmal ganz kurz. Okay, wir heilen uns nicht. Wir haben auch den Befehl, euch zu töten. Sterbt, ihr dreckigen Elder!
Nein, in Wahrheit tut es mir leid. Wo läuft das? Weil das Ding schützt nicht nur, das macht ordentlich Schaden, ey. Aber die Orks gefallen mir nicht so gut wie die Space Marines, muss ich sagen. Schrott! Automatisches Speichern! Geht gleich weiter. Moment. Ah, okay, hier. Was schwebt denn hier oben, ey? Elder. Das sieht aus wie Elder-Schiffe, ne? Noch mehr! Und, oh, hier muss ich hoch. Nops sind schwere Nahkampfeinheiten. Alles klar. Attacke! Können nichts einnehmen. Vielleicht sollte ich mal ein Gebäude bauen. Panzer! Ja, mal hier dieses Ding hier kaputt machen. Jetzt kommt da noch mehr. Na gut. Und hier, nee, das ist schon ja weg, der Panzer. Aber, den muss ich bestimmt am Ende kämpfen. Kann ich hier was bauen? Kann ich hier eine Baracke hinbauen? Natürlich nicht. Muss ich hier hinbauen? Ah, bauen wir halt erstmal eine Baracke. Ich muss mich ein bisschen verstärken. Sonst wird das hier nichts mit den Elder und den Menschen. Dann denke ich mal ein bisschen zu viel. Zum Glück dauert das Bauen ja nicht so lange. Und ein Viertel ist schon geschafft. Ja, sorry, muss sein. Geht nicht anders. Wenn man schon mal bauen darf, muss man das auch mal ausnutzen, ne? Das finde ich übrigens verdammt cool. Wenn man endlich wieder eine Basis hochziehen kann. Zumindest so, so ein paar Gebäude immer mal wieder. Finde ich sehr, sehr geil. Und es kommen bestimmt auch noch welche nach. Oh, hier, guck mal, viele Einheiten. Die mir da schon weggerotzt worden sind. Und wieder voll. Ja, gut. Und wir bauen uns nochmal zwei Ballerboys und zwei von denen. Und ihr baut mir mal einen Walkturm hier hin. Ja. Ich habe ja jetzt wieder alle Ressourcen ausgegeben, die ich gehabt habe. Läuft, würde ich mal sagen. Aber wir brauchen Einheiten. Das finde ich so geil. Endlich wieder bauen. Einfach bauen. Oh, eine Basis hinstellen. Und oh, wunderbar. Schön. Gefällt mir sehr, sehr gut. Hier ran. Euch schicke ich das mal weg, damit ich euch nicht drin habe. Was ist das hier? Zerstören Sie die Torkontrolle, öffnen Sie die Abkürzung zur Basis. Achso. Dann machen wir es doch gleich mal. Na? Oder? Ja. Mache ich. Nimm die Abkürzung. Besiegen Sie die Elder. Bleib mitkommen hier. Achso. So. Schön. Finde ich geil hier mit dem Gruppieren. Die Abkürzung. Da ist unsere Basis. Ach hier. Da kann ich jetzt durch. Läuft. Oh hier, Schrott. Mit ihnen.
Ist klar, hier oben ist nichts. Ah, shit. Wie hoch? Nee, natürlich nicht. Das ist eine Kacke. War ja klar. Dann kann ich noch ein paar bauen. Weil, bis die da sind, habe ich noch mal zwei Einheiten drin und dann können wir angreifen. Sieht schon cool aus. So eine grüne Horde. Jetzt weiß ich nicht, wie die Allianz sich gefühlt hat, als die Orks eingefallen sind. Ich weiß, anderes Universum, aber hey. Grünhaut ist Grünhaut, oder? Und schon Warp produziert. Und die sich gleich mal verbessern, bevor wir hier in den Krieg ziehen. So. Perfekt. Und weiter geht's. Warte mal, hier, sowas geht übrigens auch, ne? Dass man die stationieren kann. Auch wenn das bei denen nicht so ordentlich aussieht. Ey da! Kann man Schilde runterballern und dann hier die. Oh, läuft. Ah, da sind noch mehr Elder. Mit ihrer komischen Munition, ey. Die Folge wird lang, glaube ich. Die Folge wird lang. Und weiter. Aber stört er nicht? Mein Bein juckt. So. So, und weiter geht's. Mal hier ein auf Schutzschild. Auch wenn wir es nicht so richtig brauchen, ja, doch brauchen wir schon viele am Sterben. Besiege der Elder. Juhu! Yeah! Geschafft! Die Megabombe. Oh, gefährlich. Schützen Sie die Waffe. Alles klar. Die Verstärkung oder? Eher nicht. Eher nicht. Okay. Merk schon. Ich brauche eine Haare auf, hier automatisch zu speichern. Ein paar Türme. Komm schon. Essen hier. Hier muss auch noch irgendwo einer sein, oder? Oh, da hinten. Weil die Megawumme lädt. Ah, komm schon. Oh, nehmen wir viel, gleich voll geladen und dann geht's ab hier. Oh, geschafft. Die Verstärkung kommt auch schon. Klar. Drück einfach auf den Knopf. Drücken. Hat jetzt schon. Ist schon gefeuert jetzt oder was? Habt ihr einen Schuss gesehen? Ich nicht. Wumme lädt wieder? Ich würde gerne wissen, wo die hinschießt. Hm?
Jetzt geht's. Nee. Okay. Irgendwie passiert hier nichts. Wenn ich mir das so angucke. Und die Elder sind echt hartnäckige Gesellen hier. Wenn ihr das mal anguckt. Gebäude müssen wir bauen. Laden noch Knopf drücken. So. Ah, jetzt! Boom! Alter Scheiße! Wie geil! Die Waffe ist halt einfach weggeflogen. Sehr schön. Achso, ich muss sie jetzt so weit verteidigen, bis sie halt am Lager zurück. Wie geil, die Orks sind lustig. Auch noch ein paar, so. Muss ich wieder aufladen. Oh, hier gibt's. Muss echt ordentlich mal nachschieben hier, ne? Fuck! Jawoll, läuft! Oh, ein bisschen aufladen hier, so. Läuft doch. Na schön. Sind viele. Erstmal die von der Seite. Und dann da nochmal ran. Ich weiß, dass ich jetzt kaum noch Nahkämpfer habe, aber die werden mir hier zu schnell weggerotzt. Aber nicht gut, da habe ich nicht gesehen. Mit dem Gebäude wäre hier alles etwas schmuber. Noch ein kleines Stück. Und dann schieße ich meine Kanone zurück in die Basis. Wie geil. Und die greifen gerade nicht an. Ihr seid mickrig. Na komm! Hau ihn hier! Lade dich mal ein bisschen schneller auf. Meine Fresse. Ja. Na, ist gleich fertig. Ein ziemliches Blutbad angerichtet hier, ne? Hit the button! Bam! Und zurück. Ich muss noch einmal machen. Meine Fresse. Das ist doch nicht wahr. Dann brauche ich jetzt hier eine Baracke. Jo. Ich hoffe, die lädt jetzt hier beim letzten Mal ein bisschen schneller auf, ey. Ein paar Türme vielleicht nochmal machen. Da muss die Megabombe hin. Ja. Schön. Ja.
Und da gleich die nächsten läuft. Na komm, komm, komm. 3, 2, 1. Boom, läuft. Shit. Ah, sehr gut. Wurde fertig? Wurde fertig. Schnell mal ran. Brauch neue Orks. Na komm, komm, komm. Ich habe etwas Übersicht verloren gerade. Ganz kurz. Ich wieder neue anfordern. Läuft. Schön. Deswegen ist so ein Gebäude auch ganz schön praktisch an der Front. Ne? Kannst du direkt neue Leute anfordern. Hast du nicht gesagt, du sollst einen Turm bauen? Achso, eigentlich. Na gut, dann verstärke ich halt eben lieber meine Einheiten. Oh, da sind diese nächsten. Diese. Die Waffe wird angegriffen. Was hier hin? So. Boom! Und in der Basis angekommen. Läuft! Voll cool. Die Eldar legen es! Und die Gun works good! Too good, if you ask me. Gretchen, bevor wir hand this off to Geekstomper, I need you to make some modifications. Okay! Wann das für ein kleiner da? Yeah! Sieg! Walk! Läuft! Haben wir mal schön gewonnen hier. Mal fortsetzen, was kriegen wir denn dafür? Weil bei der letzten Mission habe ich euch die Nachbesprechung ein bisschen verschwiegen. Scheinbar. Tut mir furchtbar leid. It was a bit of bother to get her back to your camp, but here you go. A big gun for Big Boss Ditstomper. It'll blow away Varlock Keep easy. Oh, I misjudge you, Gorguts. That gun will really help me out. I ain't gonna use it on the keep just yet, though. You see, I got Eldar raiding me camp, trying to kill me. Oh, Eldar, you don't say. Yeah. I don't know why they're invading this world, but Geekstomper will give them that fight they're looking for. I'm gonna knock them dead with this gun. Well, you give them a good duffing for me, Geekstomper. I will. Take care, Gorguts. Stupid kid. Doesn't even know what the Eldar are here for. But I do. Same thing I came for. The whole reason I came to this mud ball and joined this pack of fools in the first place. Aha. Also ein bisschen mehr vor, ja? So, ein bisschen Erfahrung für Gorguts. Walkboss. Es steht schon Walkboss, Gorguts. Ich dachte, er hat sich. Das ist kein Walkboss. Okay, schade, kein Skin gekriegt. Nach der letzten Mission habe ich ein paar Skins gekriegt. So, wenn es euch gefallen hat, liked, kommentiert, abonniert und so weiter. Mir macht es viel Spaß, weil endlich mal wieder Strategiespiel, Basisbau, schöne Grafik und sowas. Finde ich cool. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Also macht's gut, tschüss.